Ich wär so gerne Millionär. Manche Superreiche wirken richtig glücklich. Andere eher nicht. Doch ab wann gilt man überhaupt als superreich? Heute heißt der Superreich schon bei, ich sag mal, 1 Million knapp. Ja, 10-mal 1 Million. Ja, paar hundert Millionen vielleicht, ja. Paar Milliarden? Im Club der Milliardäre hat mancher einen dunklen Fleck in der Vergangenheit. Eine gewisse Skrupellosigkeit oder vornehme Durchsetzungsfähigkeit, die gehört schon dazu auch. Deutschlands Superreiche, jetzt in ZDF History. Unser erster Fall. Sie waren jahrzehntelang die reichsten Männer Deutschlands. Die Brüder Albrecht. Karl Albrecht, links, war 18 Milliarden Euro schwer, sein Bruder Theo 15 Milliarden. Gemeinsam haben sie Deutschlands mächtigstes Handelsunternehmen gegründet, Aldi, den Lebensmitteldiscounter Nummer 1. Fast jeder Deutsche hat hier schon einmal eingekauft. Manchmal kaufe ich Champagner da ein, weil ich den sehr lecker finde und günstig. Ja. Wir haben auch Sachen, Markensachen, so ist es nicht. Hat jeder was von. Die haben ihr Geld gemacht und der kleine Mann hat gespart. Sie kaufen ja nicht bei allen. Warum denn nicht? Weil ich gerne auf den Markt einkaufen gehe, weil ich die Ausbeute an Mensch, Natur und Tier nicht dulde. Seit den 60er Jahren gingen sie geschäftlich getrennte Wege. Karl links führte Aldi Süd, Theo Aldi Nord. Beide gehörten zu Deutschlands verschwiegensten Unternehmern. Journalisten, die versucht haben, etwas über Aldi zu erfahren, die hatten es schwer. Da war dann immer jemand am Telefon, der höflich sagte, ja, das danke für Ihr Interesse, aber Sie wissen ja, darüber sagen wir nichts und so weiter. Und an die beiden selber heranzukommen, war bis kurz vorm Lebensende von Karl Albrecht nahezu unmöglich. Ihre Geschichte beginnt in den 20er Jahren in Essen, in diesem Laden. Ihre Mutter betreibt ein kleines Lebensmittelgeschäft im Arbeiterviertel Schonnebeck. Von klein auf müssen die Jungen mitarbeiten. Sparsamkeit ist oberstes Gebot. Es sind die Jahre der Weltwirtschaftskrise, entbehrungsreiche Zeiten, die beide für ihr Leben prägen. Nach dem Zweiten Weltkrieg übernehmen die Brüder den Laden der Mutter. Sie wollen expandieren und entwickeln die zündende Idee. Meinst du, das funktioniert, wenn wir nur so wenig anbieten? Theo, nicht das Sortiment ist entscheidend, sondern der Preis. Der Erfolg gibt ihnen recht. In den 50ern haben die Albrechts schon über 100 Läden. Damals noch mit Verkäuferinnen. Wenn der Herr Albrecht selbst kam, der ging durch den Laden, guckte sich alles genau an. War sehr freundlich, aber in einer Art dann doch immer wieder ein bisschen unnahbar, wollen wir mal sagen. Der sah ja immer fantastisch aus. Ne? War ja kein schäbiger Mann. Ne? Anfang der 60er kommt aus den USA ein neuer Trend. Supermärkte. Die Selbstbedienungsläden machen den Albrechts Konkurrenz. Doch die Brüder übernehmen das Prinzip und gehen noch weiter. Sie reduzieren die Ladeneinrichtung auf das Nötigste. Und statt Verkäuferinnen gibt es nur noch Kassiererinnen. Aus Albrecht wird Albrecht Discount, kurz Aldi. Doch sparen ist nicht alles. Es ist einmal so gewesen, dass Karl Albrecht zu seinen Managern kam und gesagt hat, ich habe mir mal angeguckt, was unsere Leute verdienen, das ist zu wenig, wir müssen die Löhne um 30% erhöhen. Da sind die fast vom Stuhl gefallen und haben erst mal protestiert, aber er hat das durchgesetzt. Mit Beginn der 70er Jahre sind die Brüder Albrecht die reichsten Menschen in Deutschland. Ihren Reichtum leben sie aber nicht aus. Keine Yachten, keine Privatflugzeuge, auch keine maßgeschneiderten Anzüge. Beide sind nach außen hin bescheiden, fast schon unscheinbar aufgetreten. Doch das schützt sie nicht davor, Opfer eines Verbrechens zu werden. Guten Abend, meine Damen und Herren.
Vor 11 Tagen, am 29. November, haben bisher unbekannte Täter in der Nähe von Essen den Großkaufmann Theo Albrecht entführt. Sie verlangen ein Lösegeld von 7 Millionen Mark und einen Vorsprung von 24 Stunden. Erst nach 17 Tagen kommt Theo Albrecht wieder frei. Haben Sie mit den Entführern Gespräche führen können über menschliche Dinge oder nur über die Tat? Ich habe praktisch kaum mit den Entführern gesprochen. Was werden Sie nun weitermachen? Also ich habe das Bedürfnis nach sehr, sehr viel Ruhe. Die Entführer werden später gefasst und zu 8,5 Jahren Haft verurteilt. Die Hälfte des Lösegelds bleibt verschollen. Die 3,5 Millionen will Theo Albrecht von der Steuer absetzen. Doch das Finanzamt lehnt ab. Es ist eigentlich nicht erstaunlich bei Leuten, die so mit jedem Pfennig damals geknausert haben und selber auch bei sich gespart haben bis zum geht nicht mehr, jedenfalls bis zur Entführung. Da ist es nicht weiter erstaunlich, dass der dann versucht, auch noch das Lösegeld steuerlich geltend zu machen. Die Angst vor einer erneuten Entführung lässt Theo Albrecht nie mehr los. Er lässt seinen Firmenwagen, einen Mercedes, umbauen. Panzertüren gegen Raketengeschosse. Eine Sauerstoffversorgung gegen Giftgasanschläge. Und für den Fall, dass Entführer ihn in den Kofferraum sperren, ein verstecktes Telefon. 1,5 Millionen D-Mark kostet der Umbau. Sonst hat das Auto aber nur die günstigste Ausstattung. Und noch eine Folge hat die Entführung. Die Familien Albrecht ziehen sich nun völlig aus der Öffentlichkeit zurück. Sie wohnen abgeschirmt im wohlhabenden Stadtteil Bredeney in Essen. Fotos gibt es kaum. Hier eine der wenigen Aufnahmen. Karl Albrecht bei einer Feier mit Ehefrau Mia. Sein liebstes Hobby? Golf spielen. Viel mehr weiß man nicht über ihn. Karl Albrecht hatte vor allem Golffreunde, aber wirkliche Nähe haben sie nur gegenüber der Familie zugelassen. Karl Albrecht war ja auch fast 70 Jahre mit seiner Frau Mia zusammen und hat sie die letzten Jahre vor ihrem Tod auch zu Hause gepflegt. Die Brüder Albrecht haben aus einem Tante-Emma-Laden ein Imperium gemacht. Die Schattenseiten spüren vor allem die Zulieferer, die nicht mehr ihre Kosten decken können. Wenn sie einen haben, der eine solche Marktmacht hat in Deutschland, einfach weil er so riesige Mengen abnimmt und der jedes Jahr kommt oder alle halbe Jahr und sagt, jetzt will ich es noch billiger haben, das Produkt, und guck, wie du das hinbekommst. Die Milchbauern, die leiden ja bis heute darunter, dass Aldi die Milch immer billiger verkauft und bei ihnen auch die Preise drückt. Karl und Theo Albrecht haben ihren Familien große Vermögen hinterlassen, aber die Zukunft des Unternehmens haben sie in die Hände einer Stiftung gelegt. Kein Albrecht kommt in eine Führungsposition rein, nur weil er ein Albrecht ist, sondern nur, wenn er beweist, dass er wirklich etwas kann. Und das scheint nicht allzu vielen bisher gelungen zu sein. Theo Albrecht stirbt 2010, sein Bruder Karl 4 Jahre später mit 94 Jahren. Unser nächster Fall zeigt, reich zu werden ist nicht schwer, reich zu bleiben umso mehr. Sie sind schon 500 Jahre reich, die Thurn und Taxis. Schloss St. Emmeram in Regensburg. Hier residieren die Fürsten von Thurn und Taxis. Geschätztes Vermögen 2 Milliarden Euro. Die bekannteste Thurn und Taxis ist sie. An der Frisur erkennt sie jeder. Die Fürstin Gloria. Die wilde Maus. Die ist ja so ein bisschen durchgeknallt. Die ist eine lustige, zimpftige Frau. Die mag ich. Ich sehe sie noch mit ihren bei Wetten, das mit den zerrupften Haaren. Wild, schrill und so gar nicht damenhaft. Gloria von Thurn und Taxis sorgt in den 80ern für Aufsehen. Bei der Hochzeit 1980 geht es noch zünftig zu. Johannes, Fürst von Thurn und Taxis, heiratet Gloria, Gräfin von Schönburg-Glauchau, mit großem Pomp und kleinen Makeln. Damals zumindest. Erst 54, die Braut 20 und schwanger. Für den Fürsten kein Problem. In den nächsten 3 Jahren schenkt ihm Gloria 3 Kinder. Elisabeth, Maria Theresia und zuletzt Albert.
Als die aus dem Gröbsten raus waren, war Gloria noch keine 30 Jahre alt und sie hat einfach keine Lust, im Schloss rumzusitzen. Sie wollte ausgehen, sie wollte Spaß haben und dabei hat sie auch modisch ja immer wieder über die Stränge geschlagen und damit den deutschen Hochadel ganz schön aufgemischt. Die junge Mutter lässt es krachen und der Fürst macht mit. Schräge Partys statt Protokoll. Zum Geburtstag des Fürsten lädt Gloria auch Rockstars ein. Was die Ahnherren des Fürstenhauses davon wohl gehalten hätten? Reich wird die Familie schon im 16. Jahrhundert als kaiserliche Postunternehmer. Die aus Italien stammenden Taxis richten Kurierrouten ein. Franz von Taxis gilt als Begründer des europäischen Postwesens. Er baut ein Netz von Postboten in Europa auf und gibt ihnen feste Streckenabschnitte. Die sogenannte Stafettenpost macht den Transport schneller und sicherer. Kaiser Maximilian zahlt Franz von Taxis dafür viel Geld und erhebt ihn in den Adelsstand. Das Postimperium floriert 300 Jahre lang. Aus bürgerlichen Geschäftsleuten werden die steinreichen Fürsten von Thurn und Taxis. Als im 16. Jahrhundert das anfing mit Thurn und Taxis, da waren die sowas wie die Internetunternehmen heute, die dafür gesorgt haben, durch E-Mail die ganze Welt zusammengewachsen ist. Selbst im 30-jährigen Krieg liefern die Taxis ihre Post pünktlich. Das erleichtert auch den Abschluss des Westfälischen Friedens. Das Postgeheimnis ist dabei nicht immer heilig, heißt es. Die Versuchung war ja sehr groß, denn mit dem Geld, was sie bei der Post verdient haben, haben sie dann Ländereien und Schlösser und Wälder gekauft und auch viele andere Brauereien betrieben und so weiter. Und dass man dann mal guckte, was passiert in anderen Ländern und den Informationsvorteil nutzt, indem man den Brief noch vor dem Empfänger las, das könnte sehr gut der Fall gewesen sein. Ja. 1806 zerstört Napoleon das alte Kaiserreich und damit auch das Postimperium der Thurn und Taxis. Die Familie kann es verschmerzen. Als sie das Postmonopol verloren, sind sie fürstlich dafür entschädigt worden und hatten wieder mal Geld, was sie woanders investieren konnten. Zum Beispiel in Ländereien. Bis heute sind sie die größten privaten Waldbesitzer Deutschlands. Dazu erbt Fürst Johannes Brauereien, Banken und andere Firmen. Doch den Geschäftssinn seiner Vorfahren hat Glorias Ehemann nicht geerbt. Als er 1990 stirbt, hinterlässt der Fürst seiner Frau über 400 Millionen Euro Schulden. Ihren Mann zu verlieren war nicht nur ein persönlicher Verlust für Gloria, denn jetzt ging es ja auch um das Familienimperium, ja, das sie führen musste, bis ihr Sohn volljährig war. Und das hat sie mit viel Disziplin und Geschick gemeistert und wurde so eben auch zu einer knallharten Geschäftsfrau. Gloria feuert die alten Berater und eignet sich betriebswirtschaftliche Kenntnisse an. Ihrem Haus verordnet sie einen harten Sparkurs. Sie lässt alte Erbstücke versteigern, um die Schulden zu begleichen. Selbst ihr Hochzeitsdiadem kommt unter den Hammer. Sie hat ja nicht nur das Tafelsilber verkauft, aber das auch, sondern auch Brauereien und die ehemals fürstliche Bank und andere Besitztümer, um einfach wieder genügend Liquidität zu beschaffen und von dem Schuldenberg runterzukommen. Und das war sicherlich eine unternehmerische Leistung, die ihr niemand zugetraut hätte. Der bunte Society-Vogel entpuppt sich als findige Geschäftsfrau. Sie selbst ist seit dem Tod ihres Mannes eine andere geworden. Die Punkfürstin von einst ist vergessen. Sie legt jetzt viel Wert auf Benimm. Und auf ihren Glauben. Die strenggläubige Katholikin hört die Messe gern auf Latein. Ein bisschen Exzentrik ist also geblieben. Und der Reichtum sowieso.
500 Jahre nach dem Aufstieg gehören die Turn- und Taxis noch immer zu Deutschlands Superreichen. Gloria sei Dank. Ein Familienkonzern zwischen Pudding, Pizza und schweren Pötten. Dr. Oetker. Und ein Beispiel dafür, dass Superreich nicht super glücklich machen muss. Fast alle kennen den Namen und vor allem eines. Und das Allerwichtigste für ihn ist der Pudding. Seit Generationen ein Verkaufsschlager. Schokopudding, Vanillepudding. Den Pudding zum Beispiel, den Kuchen, die Backmischungen. Ist teurer als andere, hat aber gute Qualität. Vincent, was fällt dir ein? Pizza. Tatsächlich macht Dr. Oetker mit Tiefkühlpizza inzwischen mehr Umsatz als mit Pudding und Backwaren. Oetkers gehört außerdem die größte deutsche Brauereigruppe, dazu Sekt- und Sprudelmarken. All das kann von der konzerneigenen Reederei transportiert werden. Auch Banken und Versicherungen betreiben die Oetkers. Sogar Luxushotels. Da verliert selbst der Chef den Überblick. An wie vielen Unternehmen ich beteiligt bin, das kann ich Ihnen nicht sagen. Es sind über 400 Unternehmen, die sich unter dem Dach von Dr. Oetker versammeln. In 5 Generationen hat die Familie ein geschätztes Privatvermögen von 7,5 Milliarden Euro erwirtschaftet. Und damit hat alles angefangen. Backpulver. Dr. August Oetker, Apotheker und Firmengründer, hat das Triebmittel zwar nicht erfunden, aber in kleine Tüten gepackt und genial vermarktet. Und da hat Oetker etwas entwickelt, das hieß damals noch nicht so, was man heute Content Marketing nennt. Das heißt, er hat nicht nur das Produkt verkauft, sondern den Konsumenten auch gesagt, wie man damit umgeht und wie man Kuchen backt oder Pudding macht, der immer gelingt. Mit Backvorführungen und eigenen Kochbüchern werden Produkt und Name unters Volk gebracht. Ratschläge für die kluge Hausfrau inklusive. Dass sich ein Herr Doktor ums Kochen und Backen kümmert, kommt bei vielen Hausfrauen gut an. Also die Marke und der Familienname Oetker sind eins, also untrennbar miteinander verbunden. Die Oetkers haben es geschafft, nicht nur die Produkte vom Backpulver bis zum Pudding zu vermarkten, sondern auch Werte. Sparsamkeit, Fleiß, Bodenständigkeit, also so typisch deutsche Tugenden. In den 30er Jahren ist Dr. Oetker bereits ein Millionenkonzern. Seit 1920 leitet Richard Kaselowski die Firma, da der einzige Sohn Oetkers im Ersten Weltkrieg gefallen ist und dessen Kinder noch zu klein sind. Als Hitler Reichskanzler wird, sucht Kaselowski die Nähe zu den neuen Machthabern. Er wird Mitglied der NSDAP und schließt sich einem elitären Kreis von Unternehmern an, dem sogenannten Freundeskreis Reichsführer SS. Seine Mitglieder spenden Hitlers willigem Vollstrecker Heinrich Himmler große Summen. Die guten Beziehungen zum NS-Regime machen sich bezahlt. Die Firma Oetker floriert selbst im Krieg. Oetker hatte eine große Bedeutung für die Ausstattung der Wehrmacht und hat damit seine Entwicklung doch sehr, sehr stabil gehalten während des Krieges. Oetker hat sogar noch expandiert, was eine absolute Ausnahme war im Bereich der Konsumgüterproduktion. Im September 1944 stirbt Kaselowski bei einem Bombenangriff auf Bielefeld. Auch die Firma Oetker liegt in Trümmern. Doch das Unternehmen erholt sich rasch. 1947 übernimmt Rudolf August Oetker, Enkel des Gründers, die Firmenleitung. Der ehemalige Soldat der Waffen-SS wird zum Wirtschaftswunderkapitän. Das Unternehmen profitiert vom Nachholbedarf der Deutschen, vor allem bei Süßem. Eine Frau hat zwei Lebensfragen. Was soll ich anziehen und was soll ich kochen? Es ist erstaunlich, was ein Mann alles essen kann, wenn er verheiratet ist. Ja, und das Allerwichtigste für ihn ist der Pudding.
Für Pudding und Cremespeisen einfach Dr. Oetker. Auch die Familie Oetker expandiert. 8 Kinder hat Rudolf August aus 3 Ehen. Sein Vermögen wird einem von ihnen zum Verhängnis. Im Dezember 1976 wird Oetkers Sohn Richard auf dem Parkplatz der Uni in Weihenstephan entführt. Der Täter zwingt ihn in eine enge Kiste. Stromschläge sollen Ausbruchsversuche verhindern. 47 Stunden ist der Millionenerbe gefangen. Ein Stromschlag verletzt ihn schwer. Also als der Stromschlag losging, dachte ich, in dem Moment werde ich umgebracht. Da war ich auch bei vollem Bewusstsein, hatte unheimliche Schmerzen. Der Entführer fordert 21 Millionen D-Mark. Die höchste Lösegeldsumme, die bis dahin je verlangt wurde. Die Oetkers wollen dennoch zahlen, um Richards Leben zu retten. Die Polizei sucht vergeblich nach dem Versteck des Entführers. Bei der Lösegeldübergabe am Münchner Stachus wollen die Ermittler zugreifen, doch der Entführer entkommt mit dem Lösegeld. Richard Oetker wird freigelassen. Der Täter, Dieter Zloff, wird später gefasst und zu 15 Jahren Haft verurteilt. Richard Oetker ist seit der Entführung körperbehindert, doch ungebrochen. Er ist, wie er selbst sagt, einfach durch diesen Schicksalsschlag stärker geworden. Und er hilft heute auch anderen Opfern. Er ist beispielsweise engagiert für den Verein Weißer Ring, der sich ja für Opfer von Verbrechen einsetzt. Seit 2010 leitet Richard Oetker das Familienunternehmen und seine mittlerweile rund 28.000 Mitarbeiter. Ein Imperium, gegründet auf Backpulver und Pudding. Unsere nächsten Superreichen waren die großen Gewinner der deutschen Industrialisierung. Die Krupps und ihr Stahl schrieben Geschichte. Der Palast des Industriezeitalters. Die Villa Hügel in Essen. Seine Erbauer, die Krupps, haben hier residiert. Doch nach Kriegsende 1945 fällt die Familie tief. Die Krupp-Familie, die Hitler erst unterstützte und dann Waffen für die Weltherrschaft produzierte, wurde verhaftet. Sie sind genauso verantwortlich für das Töten alliierter Soldaten wie Hitler und Göring. Und mit dem Töten wurden sie reich. Firmenchef Alfred Krupp wird verurteilt. In der Urteilsbegründung wurde den Angeklagten insbesondere systematische Plünderung ausländischen Eigentums und menschenunwürdige Behandlung von Zivilarbeitern und Kriegsgefangenen zur Last gelegt. Alfred Krupps gesamtes Vermögen, einschließlich der Krupp-Werke, fällt der Beschlagnahme. Dabei begann der Aufstieg der Krupps zivil. Das Firmenlogo zeigt Eisenbahnräder und die sind aus Stahl. Stahl. Wir sind groß geworden während der großen Industrialisierung hier in Europa und haben ihr Geld mit Stahl gemacht. Er macht die Familie durch Stahl ganz groß. Alfred Krupp. Aus Kruppstahl werden ab 1850 die besten Eisenbahnräder produziert. Die Technik der Zukunft und ein Riesenmarkt. Aus Stahl lässt sich noch anderes machen. Zum Beispiel Kanonen. Die deutschen Einigungskriege gewinnt Preußen mit Geschützen aus dem Hause Krupp. Alfred Krupp wird schon bald der Kanonenkönig genannt. 1870 baut er die Villa Hügel. Das ist bei Krupp in der Villa Hügel steingewordener Beweis, dass man mit dem damaligen Adel, mit den Schlössern und so weiter mindestens gleichziehen wollte, wenn man schon eine bürgerliche Herkunft hatte. Ende des 19. Jahrhunderts ist Deutschland reich und mächtig und hat einen neuen Herrscher mit Großmachtambitionen, Kaiser Wilhelm II.
Auch im Hause Krupp hat ein neuer Mann das Sagen. Friedrich Alfred, genannt Fritz Krupp. Kaiser Wilhelm will dem britischen Empire zeigen, dass auch Deutschland die Weltmeere beherrschen kann. Mit einer mächtigen Kriegsflotte. Krupp liefert für sie die härtesten Panzerplatten und die größten Geschütze. Die Firma verkauft nicht nur an die deutsche Marine, sondern an Abnehmer weltweit. Ein Riesengeschäft. Von 1902 an verdreifacht sich der Gewinn der Firma Krupp, vor allem durch staatliche Rüstungsaufträge. Man muss natürlich auch überlegen, dass Rüstungsproduzenten immer die Ausrede haben, dass es ja zum Schutz des eigenen Volkes ist. Man muss sich ja vor den bösen Feinden schützen, dass man selber auch der Aggressor sein kann und einen Krieg anfängt mit Hilfe dieser Waffen, weil man es überlegen fühlt, das ist eine andere Sache. Der Erste Weltkrieg. Er nimmt Krupp die internationalen Absatzmärkte. Doch Waffen und Granaten sind weiterhin ein Kerngeschäft. Der deutsche Staat bestellt und zahlt, was auf den Schlachtfeldern verfeuert wird. Krupp produziert und kassiert. Bis zur deutschen Niederlage und Revolution 1918. Für Krupp beginnen schwierige Zeiten. Die Firma leitet seit einem Jahrzehnt Gustav von Bohlen und Halbach, Ehemann der Firmenerbin Bertha Krupp. Sie ist die reichste Frau Deutschlands und sieht den Aufstieg der Nazis mit Skepsis. Sie hält Hitler für einen proletenhaften, unangenehmen Aufsteiger. Ihr Mann ist da pragmatischer. Als Hitler 1933 Reichskanzler wird, empfängt er ihn. Hitler spürt die reservierte Haltung der Krupps, doch er braucht sie für die Aufrüstung. Volle Auftragsbücher sind auch für den Stahlbaron verlockend. Seit 1943 ist Berthas ältester Sohn Alfred Krupp von Bohlen und Halbach der Firmenchef. Auch in seinem Unternehmen müssen Zwangsarbeiter schuften. Dafür wird er nach 1945 zu einer Haftstrafe verurteilt, sein Vermögen eingezogen. Der Tiefpunkt. Doch im Kalten Krieg brauchen die USA die westdeutsche Industrie. Alfred Krupp kommt 1951 frei und erhält sein Vermögen zurück. Waffen produziert Krupp nicht mehr. Doch man ist bald wieder der führende deutsche Stahlproduzent. Ein Problem wird die Nachfolge. Krupps einziger Sohn Arndt gilt als nur bedingt geschäftstauglich. Da war schon die Frage, kann man das Schicksal von 100.000 Mitarbeitern und die Zukunft eines großen Namens in seine Hände legen? Er war ein Lebemann, also schon klug und begabt, aber der Krupp-Manager hat mal ausgeplaudert, dass Arndt einfach keine Lust hatte zu arbeiten. Er kann und will die Firma nicht leiten. Gegen eine Abfindung verzichtet Arndt auf das Familienerbe zugunsten einer Stiftung. Nach dem Tode seines Vaters gibt es keinen Firmeninhaber namens Krupp mehr. Arndt von Bohlen wurde zum vermutlich reichsten Frührentner Deutschlands. Er war ja noch nicht mal 30 Jahre alt. 2 Millionen Mark jährlich bekommt er als Apanage und verprasst sie. Ich persönlich betrachte alles, was mit Geld zusammenhängt. Schlösser, Häuser, materielle Dinge eigentlich als transitorisch. Der letzte Krupp stirbt mit 48 an Krebs. Das Ende einer deutschen Wirtschaftsdynastie. Das Auf und Ab unserer nächsten Superreichen hat schon Filme inspiriert. Was ist eigentlich aus den Schleckers geworden? Die Schleckers. Sie beherrschen ein Drogerie-Imperium. 2008 ist Anton Schlecker Marktführer. Deutschland ist Schleckerland. Und die Familie angeblich milliardenschwer.
Ja, so ganz genau weiß man das nicht. Die haben das ja sehr gut verstanden, das zu verbergen. Aber so um die 2 Milliarden war ihr Vermögen in der Spitze sicherlich wert. Inzwischen haben wir mehr als 8.000 Filialen. 8.112. Im Spielfilm feiert der Firmenchef, hier heißt er Faber, verschwenderische Feste. Unterstützen wird. Das Buffet ist eröffnet. Also anders als im Spielfilm ist über so rauschende Feste im Hause Schleckers nichts bekannt. Er galt eher als sparsam. Auf Konferenzen soll er noch nicht mal Wasser, geschweige denn Kaffee, angeboten haben. So unnötige Ausgaben waren ihm eher ein Greuel. Anton Schlecker stammt aus einfachen Verhältnissen. Im schwäbischen Ehingen kommt er als Sohn eines Metzgers zur Welt. Mit 21 steigt er ins Geschäft des Vaters ein. Aus der Metzgerei wird sein erstes Warenhaus. Seit 1974 führt Anton die Geschäfte allein. Er will expandieren, am liebsten deutschlandweit. Es ist das Jahr, in dem der Bundestag das Kartellrecht ändert. Hersteller dürfen dem Einzelhandel keine Preise mehr vorschreiben und Schlecker nutzt die Gunst der Stunde. 1975 eröffnet er in Kirchheim unter Teck den ersten Schleckermarkt, einen reinen Drogeriediscounter. Und es folgen weitere, deutschlandweit. 1987 haben die Schleckers bereits 2000 Märkte und viel Geld. Das spricht sich rum. Anton Schlecker hat, und das ist in Ehingen allgemein bekannt, in den letzten Jahren mit seinen Drogeriemärkten großen geschäftlichen Erfolg erzielt. Auch bei den Schleckers kommt es zu einer Geiselnahme. Das ist sowieso besser, denke ich, oder? Ja, das glaube ich auch. Ja. Ganz ruhig bleiben. Entführer verschleppen die Kinder Maike und Lars. Beide kommen wieder frei, obwohl Papa Anton nur die Hälfte des Lösegelds bezahlt. Er hat mit den Entführern erfolgreich verhandelt. Die Entführer von 18 Millionen auf 9,6 runterzuhandeln, das muss man erst mal bringen. Sehen Sie, was für ein guter Handelsmann er war, in Anführungszeichen. Es war übrigens genau die Summe, die er auch als Lösegeld versichert hatte. Es hat ihn, also die Befreiung seiner Kinder, mit anderen Worten, hat ihn keinen Cent gekostet. Nach der Entführung ziehen die Schleckers um in eine Hochsicherheitsvilla. Kostenpunkt mehrere Millionen D-Mark. Der Drogeriekönig kann es sich leisten. Sein Reich wächst weiter, nach der Wiedervereinigung auch im Osten. Jede Woche eröffnet ein Schleckermarkt. Anton Schlecker verdient 300 Millionen Euro pro Jahr. Die gigantischen Umsätze gehen auf Kosten der Mitarbeiter. Unter Tarif bezahlt gibt es nur eine Verkäuferin in jedem Schleckermarkt. Sie muss sich um alles kümmern, vom Auffüllen der Regale bis zur Kasse. Die Schleckers sind dort allgegenwärtig. Schon seit 1975 sind Fotos des Ehepaares in jeder Filiale Pflicht. Also Schlecker, das war nicht nur Anton, sondern auch seine Ehefrau Christa. In jeder der fast 13.000 Filialen hingen Fotos, fast schon wie Ikonen von beiden. Und manchmal schauen die beiden sogar selber rein. Wir haben auch ein neues Parfüm im Angebot. Dschungeltraum. Haben Sie keine Wattestäbchen? Nee, Wattestäbchen sind gerade... Im Spielfilm kommt der Firmenchef als Testkunde vorbei. Fangfragen. Testkunden? Sie sind zu spät. Schon wieder Testkunden, ja? Vielleicht wäre das ja mal ein Job für mich. Was bezahlt denn der alte Geizhals? Frau Krause, das ist... Nicht alles ist frei erfunden. Es tut mir leid. Dann hat er auch die Schachteln mir von den Regalen rausgezogen und am Boden geworfen. Und dann hat sie... ihn an der Schulter mal packt und hat gesagt, beruhig dich doch mal wieder. Und er ist dann zwar noch mal in die Büroräume gegangen, was er da gemacht hat, weiß ich nicht. Und dann ist er wieder weggefahren mit dem Jaguar. Die schlechte Behandlung der Schleckerfrauen, Überwachung und Lohndumping machen Schlagzeilen. Der schlechte Ruf schädigt das Geschäft. Als sich herumsprach, dass er schlecht zahlt, dass er viele soziale Leistungen verweigert und so weiter, die eigentlich allgemein üblich sind, haben auch viele Kunden angefangen, einen Bogen um seine Läden zu machen. Die sind auch so kaum noch zeitgemäß. Die Drogerien der Konkurrenz werben inzwischen mit Erlebnisshopping. Die Kinder Maike und Lars sollen es richten. Schlecker bekommt ein neues, junges Gesicht. For you, vor Ort, so der neue Slogan.
Der neue Look, größere Märkte, mehr Ambiente. Und im Fernsehen laufen jetzt sogar Schlecker-Werbespots. Doch es ist zu spät. Dem Konzern geht 2012 endgültig die Puste aus. Schlecker ist nicht mehr lange for you und vor Ort. Anfang 2012 muss Maike Schlecker die Insolvenz verkünden. Es ist kein signifikantes Vermögen mehr da, das dem Unternehmen hätte helfen können und die Restrukturierung hätte weitermachen können. Etwas ist noch da. 2009 hat Anton seiner Frau Christa noch schnell seine Millionenvilla überschrieben. Und die Kinder erhalten Teile des Firmengeländes zum Geschenk. Doch die stapeln lieber tief. Ich glaube, Sie haben das nicht verstanden. Es ist nichts mehr da. Manche sagen, Sie hätten noch 40 Millionen, von denen Sie dann kümmerlich Ihr Leben fristen können. Aber die Schätzung ist sicherlich nicht ganz falsch, denn als der Insolvenzverwalter sagte, ein bisschen mehr Bares sollten Sie doch noch beisteuern, haben Sie dann nach ganz kurzer Zeit 10,2 Millionen Euro locker gemacht. Und das macht man nicht, wenn man nicht im Hintergrund dann doch noch einiges übrig hat. Auch der Insolvenzverwalter kann nichts mehr retten. Die Politik hält sich trotz Protesten zurück. 2012 ist Schlecker Geschichte. 25.000 Menschen verlieren ihre Arbeit. Und Anton und Christa Schlecker, ihr Imperium. Sie leben heute noch immer in ihrer Villa in Ehingen. Unser nächster Fall zeigt deutlich, auch für Superreiche gilt, Liebe macht blind. Sie ist eine der mächtigsten Frauen Deutschlands. Doch ihr Gesicht kennen nur wenige. Ich sag mal, sie würde in der Menge nicht auffallen. Oh ja, die sieht schon gut aus. Wahrscheinlich eine Politikerin. Gesehen habe ich die schon. Das ist, ich glaube, die reichste Frau Deutschlands. Genau. Hey, little rich girl. Susanne Klatten hat 13 Milliarden Euro auf der hohen Kante. Das verdankt sie vor allem ihrem Vater. Susanne Klatten ist die Tochter von Herbert Quandt, der seinen Kindern Anteile an seinem industriellen Imperium hinterlassen hat. Und sie, ihre Mutter und ihr Bruder Stefan, haben das Glück gehabt, vor allen Dingen mit BMW-Anteilen gesegnet zu werden. Susanne Klatten ist außerdem glücklich verheiratet und hat drei Kinder. Ein Leben auf der Sonnenseite, bis sie einen fatalen Fehler begeht. In einem Wellness-Hotel in Tirol erliegt die Milliardärin dem Charme des Schweizer Helg Skarbi. Er gaukelt ihr die große Liebe vor. Sie gibt ihm freiwillig über 7 Millionen Euro, doch er will mehr. Er presst sie mit intimen Sexvideos. Wie konnte die sonst eher distanziert wirkende Geschäftsfrau ihm so leicht ins Netz gehen, fragen viele. Der Mann hat auch andere Frauen verführt und die meinten, dass er einfach gut zuhören konnte. Und man muss sich, glaube ich, einfach vorstellen, wer so reich ist wie Susanne Klatten, ja, der führt ja kein Leben wie die meisten von uns. Dann kommen Emotionen eben oft zu kurz. Und da können Gigolos leichtes Spiel haben. Dabei ist die Familie sonst so vorsichtig. Johanna Quandt und ihre beiden Kinder Susanne und Stefan besitzen fast die Hälfte aller BMW-Aktien. Die Quandt-Geschwister sitzen im Aufsichtsrat. Doch öffentliche Auftritte sind selten. Die Quandts ziehen die Strippen lieber im Verborgenen. Neben BMW sind sie noch an vielen anderen Unternehmen beteiligt, die zum Beispiel Kohlefaser oder Windanlagen herstellen. Das Familienvermögen wird auf 31 Milliarden Euro geschätzt. Die Quandts sind damit die reichste Familie Deutschlands. Ihr Aufstieg beginnt Anfang des 20. Jahrhunderts mit Textilien. Die Quandts produzieren unter anderem Uniformen für Soldaten. Im Ersten Weltkrieg ein Riesengeschäft, doch erst der Anfang des Quandt-Imperiums. Günter Quandt kam aus einer Textilindustriefamilie und hat aber dann bald erkannt, dass das nicht mehr die großen Wachstumsträger sind, um sein industrielles Imperium auszuweiten. Und da ist er vor allen Dingen in die Elektrotechnik eingestiegen, in die Batterieproduktion, aber auch in die Düngemittel, in die Kaliindustrie.
und hat da eigentlich den wesentlichen Grundstein für den späteren Aufstieg gelegt. Günter Quandt errichtet ein Wirtschaftsimperium trotz Hyperinflation und Wirtschaftskrise in den 20er Jahren. Die Ehe mit seiner zweiten Frau Magda jedoch scheitert. Wieder frei heiratet diese Josef Goebbels. Der wird später Hitlers Propagandaminister. Auch unter Hitler florieren die Geschäfte der Quandts. Ihre Fabrik AFA, später Warta genannt, produziert Batterien für die neue deutsche U-Boot-Waffe. Als im Krieg Arbeitskräfte knapp werden, erhält die AFA wie andere kriegswichtige Betriebe Ersatz von der SS. Auf dem Gelände der AFA in Hannover entsteht ein KZ-Außenlager. Ein dunkler Fleck in der Erfolgsgeschichte der Quandts. Er hat in großem Stil Zwangsarbeiter, aber auch KZ-Häftlinge beschäftigt und das unter schon dramatischen Umständen zum Teil. Er hätte sicherlich einiges tun können, um deren Lebensverhältnisse wenigstens etwas abzumildern. Als die Sieger über deutsches Unrecht richten, wird Günter Quandt nicht belangt. Seine Fabriken sind teilweise zerstört, doch ihm gelingt der Neuanfang. 1954 übernimmt sein Sohn Herbert Quandt das Industrieimperium. Das Entscheidende ist eigentlich sein Engagement in der Automobilindustrie, die ja damals nach dem Krieg ganz schnell einen enormen Aufschwung erlebt hat. Und das hat im Wesentlichen zu dem heutigen Vermögen von Susanne Klatten und ihrem Bruder und ihrer Mutter beigetragen. Herbert Quandt steigt 1959 groß bei BMW ein. Sein größter Coup. Auch privat geht es bergauf. Nach zwei gescheiterten Ehen heiratet Herbert Quandt 1960 seine Sekretärin Johanna Brun. Sie und ihre beiden Kinder sind seine Haupterben. Solche Bilder sind selten. Johanna Quandt scheut Kameras. Ebenso ihre Tochter Susanne und ihr Sohn Stefan. Wie viele von diesen ganz super Reichen meidet Johanna Quandt die Öffentlichkeit. Und wenn sie sich dann mal unter Menschen begibt, ist das jedes Mal eine Sensation. Und sie hat auch ihre beiden Kinder, Susanne und Stefan, in eben diesem Verständnis für Diskretion erzogen. 2007 begeht Susanne Klatten einen folgenschweren Fehler. Sie beginnt ihre Affäre mit dem Schweizer Helg Scarbi, der sie später skrupellos erpresst. Na, aber so schön ist er ja nicht. Ja? Der hat's abgezockt. Das ist nicht mehr gentlemanlike. Schrecklich. Also die Reichen sind manchmal nicht zu beneiden. Die scheue Milliardärin schaltet die Polizei ein und macht ihre Affäre und den Erpressungsversuch öffentlich. Scarbi und seine mutmaßlichen Hintermänner werden verhaftet. Scarbi erhält 6 Jahre Gefängnis, zeigt keine Reue. Tja, das Leben ist vielfältig. Wo die 7,5 Millionen Euro geblieben sind, behält er für sich. Mutter und Bruder stehen zu Susanne, auch ihr Ehemann Jan Klatten. Zu seinem 60. Geburtstag singt sie öffentlich You're simply the best. Happy End im Hause Quandt. Erstaunlich, was ein Mann alles essen kann, wenn er verheiratet ist. Ja, und das Allerwichtigste für ihn ist der Pudding. Für Pudding und Cremespeisen einfach Dr. Oetker. Auch die Familie Oetker expandiert. 8 Kinder hat Rudolf August aus 3 Ehen. Sein Vermögen wird einem von ihnen zum Verhängnis. Im Dezember 1976 wird Oetkers Sohn Richard auf dem Parkplatz der Uni in Weinstephan entführt. Der Täter zwingt ihn in eine enge Kiste. Stromschläge sollen Ausbruchsversuche verhindern.
47 Stunden ist der Millionenerbe gefangen. Ein Stromschlag verletzt ihn schwer. Also als der Stromschlag losging, dachte ich, in dem Moment werde ich umgebracht. Da war ich auch bei vollem Bewusstsein, hatte unheimliche Schmerzen. Der Entführer fordert 21 Millionen D-Mark. Die höchste Lösegeldsumme, die bis dahin je verlangt wurde. Die Oetkers wollen dennoch zahlen, um Richards Leben zu retten. Die Polizei sucht vergeblich nach dem Versteck des Entführers. Bei der Lösegeldübergabe am Münchner Stachus wollen die Ermittler zugreifen, doch der Entführer entkommt mit dem Lösegeld. Richard Oetker wird freigelassen. Der Täter, Dieter Zloff, wird später gefasst und zu 15 Jahren Haft verurteilt. Richard Oetker ist seit der Entführung körperbehindert, doch ungebrochen. Er ist, wie er selbst sagt, einfach durch diesen Schicksalsschlag stärker geworden. Und er hilft heute auch anderen Opfern. Er ist beispielsweise engagiert für den Verein Weißer Ring, der sich ja für Opfer von Verbrechen einsetzt. Seit 2010 leitet Richard Oetker das Familienunternehmen und seine mittlerweile rund 28.000 Mitarbeiter. Ein Imperium gegründet auf Backpulver und Pudding. Unsere nächsten Superreichen waren die großen Gewinner der deutschen Industrialisierung. Die Krupps und ihr Stahl schrieben Geschichte. Der Palast des Industriezeitalters. Die Villa Hügel in Essen. Seine Erbauer, die Krupps, haben hier residiert. Doch nach Kriegsende 1945 fällt die Familie tief. Die Krupp-Familie, die Hitler erst unterstützte und dann Waffen für die Weltherrschaft produzierte, wurde verhaftet. Sie sind genauso verantwortlich für das Töten alliierter Soldaten wie Hitler und Göring. Und mit dem Töten wurden sie reich. Firmenchef Alfred Krupp wird verurteilt. In der Urteilsbegründung wurde den Angeklagten insbesondere systematische Plünderung ausländischen Eigentums und menschenunwürdige Behandlung von Zivilarbeitern und Kriegsgefangenen zur Last gelegt. Alfred Krupps gesamtes Vermögen, einschließlich der Krupp-Werke, fällt der Beschlagnahme. Dabei begann der Aufstieg der Krupps zivil. Das Firmenlogo zeigt Eisenbahnräder und die sind aus Stahl. Krupp, Stahl. Stahl. Wir sind groß geworden während der großen Industrialisierung hier in Europa und haben ihr Geld mit Stahl gemacht. Er macht die Familie durch Stahl ganz groß. Alfred Krupp. Aus Kruppstahl werden ab 1850 die besten Eisenbahnräder produziert. Die Technik der Zukunft und ein Riesenmarkt. Aus Stahl lässt sich noch anderes machen. Zum Beispiel Kanonen. Die deutschen Einigungskriege gewinnt Preußen mit Geschützen aus dem Hause Krupp. Alfred Krupp wird schon bald der Kanonenkönig genannt. 1870 baut er die Villa Hügel. Das ist bei Krupp in der Villa Hügel steingewordener Beweis, dass man mit dem damaligen Adel, mit den Schlössern und so weiter mindestens gleichziehen wollte. Am 29. November haben bisher unbekannte Täter in der Nähe von Essen den Großkaufmann Theo Albrecht entführt. Sie verlangen ein Lösegeld von 7 Millionen Mark und einen Vorsprung von 24 Stunden. Erst nach 17 Tagen kommt Theo Albrecht wieder frei. Haben Sie mit den Entführern Gespräche führen können über menschliche Dinge oder nur über die Tat? Ich habe praktisch kaum mit den Entführern gesprochen. Was werden Sie nun weitermachen? Also ich habe das Bedürfnis nach sehr, sehr viel Ruhe. Die Entführer werden später gefasst und zu 8,5 Jahren Haft verurteilt. Die Hälfte des Lösegelds bleibt verschollen. Die 3,5 Millionen will Theo Albrecht von der Steuer absetzen, doch das Finanzamt lehnt ab.
Es ist eigentlich nicht erstaunlich, bei Leuten, die so mit jedem Pfennig damals geknausert haben und selber auch bei sich gespart haben bis zum geht nicht mehr, jedenfalls bis zur Entführung, da ist es nicht weiter erstaunlich, dass der dann versucht, auch noch das Lösegeld steuerlich geltend zu machen. Die Angst vor einer erneuten Entführung lässt Theo Albrecht nie mehr los. Er lässt seinen Firmenwagen, einen Mercedes, umbauen. Panzertüren gegen Raketengeschosse. Eine Sauerstoffversorgung gegen Giftgasanschläge. Und für den Fall, dass Entführer ihn in den Kofferraum sperren, ein verstecktes Telefon. 1,5 Millionen D-Mark kostet der Umbau. Sonst hat das Auto aber nur die günstigste Ausstattung. Und noch eine Folge hat die Entführung. Die Familien Albrecht ziehen sich nun völlig aus der Öffentlichkeit zurück. Sie wohnen abgeschirmt im wohlhabenden Stadtteil Bredeney in Essen. Fotos gibt es kaum. Hier eine der wenigen Aufnahmen. Karl Albrecht bei einer Feier mit Ehefrau Mia. Sein liebstes Hobby? Golf spielen. Viel mehr weiß man nicht über ihn. Karl Albrecht hatte vor allem Golffreunde, aber wirkliche Nähe haben sie nur gegenüber der Familie zugelassen. Karl Albrecht war ja auch fast 70 Jahre mit seiner Frau Mia zusammen und hat sie die letzten Jahre vor ihrem Tod auch zu Hause gepflegt. Die Brüder Albrecht haben aus einem Tante-Emma-Laden ein Imperium gemacht. Die Schattenseiten spüren vor allem die Zulieferer, die nicht mehr ihre Kosten decken können. Wenn Sie einen haben, der eine solche Marktmacht hat in Deutschland, einfach weil er so riesige Mengen abnimmt und der jedes Jahr kommt oder alle halbe Jahr und sagt, jetzt will ich es noch billiger haben, das Produkt, und guck, wie du das hinbekommst. Die Milchbauern, die leiden ja bis heute darunter, dass Aldi die Milch immer billiger verkauft und bei ihnen auch die Preise drückt. Karl und Theo Albrecht haben ihren Familien große Vermögen hinterlassen. Aber die Zukunft des Unternehmens haben sie in die Hände einer Stiftung gelegt. Kein Albrecht kommt in eine Führungsposition rein, nur weil er ein Albrecht ist, sondern nur, wenn er beweist, dass er wirklich etwas kann. Und das scheint nicht allzu vielen bisher gelungen zu sein. Theo Albrecht stirbt 2010, sein Bruder Karl 4 Jahre später mit 94 Jahren. Unser nächster Fall zeigt, reich zu werden ist nicht schwer, reich zu bleiben umso mehr. Sie sind schon 500 Jahre reich, die Thurn und Taxis. Schloss St. Emmeram in Regensburg. Hier residieren die Fürsten von Thurn und Taxis. Geschätztes Vermögen 2 Milliarden Euro. Die bekannteste Thurn und Taxis ist sie. An der Frisur erkennt sie jeder. Die Fürstin Gloria. Die wilde Maus. Die ist ja so ein bisschen durchgeknallt. Die ist eine lustige, zimpftige Frau. Die mag ich. Ich sehe sie noch mit ihren, bei Wetten, das mit den zerrupften Haaren. Wild, schrill und so gar nicht damenhaft. Gloria von Thurn und Taxis sorgt in den 80ern für Aufsehen. Bei der Hochzeit 1980 geht es noch zünftig zu. Johannes, Fürst von Thurn und Taxis, heiratet Gloria, Gräfin von Schönburg-Glauchau, mit großem Pomp und kleinen Makeln. Damals zumindest. Erst 54, die Braut 20 und schwanger. Für den Fürsten kein Problem. In den nächsten 3 Jahren schenkt ihm Gloria 3 Kinder. Elisabeth, Maria Theresia und zuletzt Albert. Als die aus dem Gröbsten raus waren, war Gloria noch keine 30 Jahre alt und sie hatte einfach keine Lust, im Schloss rumzusitzen. Sie wollte ausgehen, sie wollte Spaß haben. Und dabei hat sie auch modisch ja immer wieder über die Stränge geschlagen und damit den deutschen Hochadel ganz schön aufgemischt. Die junge Mutter lässt es krachen und der Fürst macht mit. Schräge Partys statt Protokoll. Zum Geburtstag des Fürsten lädt Gloria auch Rockstars ein. Was die Ahnherren des Fürstenhauses davon wohl gehalten hätten? Reich wird die Familie schon im 16. Jahrhundert als kaiserliche Postunternehmer. Die aus Italien stammenden Taxis richten Kurierrouten ein.
Franz von Taxis gilt als Begründer des europäischen Postwesens. Er baut ein Netz von Postboten in Europa auf und gibt ihnen feste Streckenabschnitte. Die sogenannte Stafettenpost macht den Transport schneller und sicherer. Kaiser Maximilian zahlt Franz von Taxis dafür viel Geld und erhebt ihn in den Adelsstand. Das Postimperium floriert 300 Jahre lang. Aus bürgerlichen Geschäftsleuten werden die steinreichen Fürsten von Thurn und Taxis. Als im 16. Jahrhundert das anfing mit Thurn und Taxis, da waren die sowas wie die Internetunternehmen heute, die dafür gesorgt haben, wenn durch E-Mail die ganze Welt zusammengewachsen ist. Selbst im 30-jährigen Krieg liefern die Taxis ihre Post pünktlich. Das erleichtert auch den Abschluss des Westfälischen Friedens. Das Postgeheimnis ist dabei nicht immer heilig, heißt es. Die Versuchung war ja sehr groß, denn mit dem Geld, was sie bei der Post verdient haben, haben sie dann Ländereien und Schlösser und Wälder gekauft und auch viele andere Brauereien betrieben und so weiter. Und dass man dann mal guckte, was passiert in anderen Ländern und den Informationsvorteil nutzt, indem man den Brief noch vor dem Empfänger las, das könnte sehr gut der Fall gewesen sein. Ja. 1806 zerstört Napoleon das alte Kaiserreich und damit auch das Postimperium der Thurn und Taxis. Die Familie kann es verschmerzen. Als sie das Postmonopol verloren, sind sie fürstlich dafür entschädigt worden und hatten wieder mal Geld, was sie woanders investieren konnten. Zum Beispiel in Ländereien. Bis heute sind sie die größten privaten Waldbesitzer Deutschlands. Dazu erbt Fürst Johannes Brauereien, Banken und andere Firmen. Doch den Geschäftssinn seiner Vorfahren hat Glorias Ehemann nicht geerbt. Als er 1990 stirbt, hinterlässt der Fürst seiner Frau über 400 Millionen Euro Schulden. Ihren Mann zu verlieren war nicht nur ein persönlicher Verlust für Gloria, denn jetzt ging es ja auch um das Familienimperium, ja, das sie führen musste, bis ihr Sohn volljährig war. Und das hat sie mit viel Disziplin und Geschick gemeistert und wurde so eben auch zu einer knallharten Geschäftsfrau. Gloria feuert die alten Berater und eignet sich betriebswirtschaftliche Kenntnisse an. Ihrem Haus verordnet sie einen harten Sparkurs. Sie lässt alte Erbstücke versteigern, um die Schulden zu begleichen. Selbst ihr Hochzeitsdiadem kommt unter den Hammer. Sie hat ja nicht nur das Tafelsilber verkauft, aber das auch, sondern auch Brauereien und die ehemals fürstliche Bank und andere Besitztümer, um einfach wieder genügend Liquidität zu beschaffen und von dem Schuldenberg runterzukommen. Und das war sicherlich eine unternehmerische Leistung, die ihr niemand zugetraut hätte. Der bunte Society-Vogel entpuppt sich als findige Geschäftsfrau. Sie selbst ist seit dem Tod ihres Mannes eine andere geworden. Die Punkfürstin von einst ist vergessen. Sie legt jetzt viel Wert auf Benimm. Und auf ihren Glauben. Die strenggläubige Katholikin hört die Messe gern auf Latein. Ein bisschen Exzentrik ist also geblieben. Und der Reichtum sowieso. 500 Jahre nach dem Aufstieg gehören die Thurn und Taxis noch immer zu Deutschlands Superreichen. Gloria sei Dank. Ein Familienkonzern zwischen Pudding, Pizza und schweren Pötten. Dr. Oetker. Und ein Beispiel dafür, dass superreich nicht super glücklich machen muss. Fast alle kennen den Namen und vor allem eines. Und das Allerwichtigste für ihn ist der Pudding. Seit Generationen ein Verkaufsschlager. Schokopudding, Vanillepudding. Den Pudding zum Beispiel, den Kuchen, die Backmischungen. Ist teurer als andere, hat aber gute Qualität. Vincent, was fällt dir ein? Pizza. Tatsächlich macht Dr. Oetker mit Tiefkühlpizza inzwischen mehr Umsatz als mit Pudding und Backwaren.
Oetkers gehört außerdem die größte deutsche Brauereigruppe, dazu Sekt- und Sprudelmarken. All das kann von der konzerneigenen Reederei transportiert werden. Auch Banken und Versicherungen betreiben die Oetkers. Sogar Luxushotels. Da verliert selbst der Chef den Überblick. An wie viel Unternehmen ich beteiligt bin, das kann ich Ihnen nicht sagen. Es sind über 400 Unternehmen, die sich unter dem Dach von Dr. Oetker versammeln. In 5 Generationen hat die Familie ein geschätztes Privatvermögen von 7,5 Milliarden Euro erwirtschaftet. Und damit hat alles angefangen. Backpulver. Dr. August Oetker, Apotheker und Firmengründer, hat das Triebmittel zwar nicht erfunden, aber in kleine Tüten gepackt und genial vermarktet. Und da hat Oetker etwas entwickelt, das hieß damals noch nicht so, was man heute Content Marketing nennt. Das heißt, er hat nicht nur das Produkt verkauft, sondern den Konsumenten auch gesagt, wie man damit umgeht und wie man Kuchen backt oder Pudding macht, der immer gelingt. Mit Backvorführungen und eigenen Kochbüchern werden Produkt und Name unters Volk gebracht. Ratschläge für die kluge Hausfrau inklusive. Dass sich ein Herr Doktor ums Kochen und Backen kümmert, kommt bei vielen Hausfrauen gut an. Also die Marke und der Familienname Oetker sind eins, also untrennbar miteinander verbunden. Die Oetkers haben es geschafft, nicht nur die Produkte vom Backpulver bis zum Pudding zu vermarkten, sondern auch Werte, Sparsamkeit, Fleiß, Bodenständigkeit, also so typisch deutsche Tugenden. In den 30er Jahren ist Dr. Oetker bereits ein Millionenkonzern. Seit 1920 leitet Richard Kaselowski die Firma, da der einzige Sohn Oetkers im Ersten Weltkrieg gefallen ist und dessen Kinder noch zu klein sind. Als Hitler Reichskanzler wird, sucht Kaselowski die Nähe zu den neuen Machthabern. Er wird Mitglied der NSDAP und schließt sich einem elitären Kreis von Unternehmern an, dem sogenannten Freundeskreis Reichsführer SS. Seine Mitglieder spenden Hitlers willigem Vollstrecker Heinrich Himmler große Summen. Die guten Beziehungen zum NS-Regime machen sich bezahlt. Die Firma Oetker floriert selbst im Krieg. Oetker hatte eine große Bedeutung für die Ausstattung der Wehrmacht und hat damit seine Entwicklung doch sehr, sehr stabil gehalten während des Krieges. Oetker hat sogar noch expandiert, was eine absolute Ausnahme war im Bereich der Konsumgüterproduktion. Im September 1944 stirbt Kaselowski bei einem Bombenangriff auf Bielefeld. Auch die Firma Oetker liegt in Trümmern. Doch das Unternehmen erholt sich rasch. 1947 übernimmt Rudolf August Oetker, Enkel des Gründers, die Firmenleitung. Der ehemalige Soldat der Waffen-SS wird zum Wirtschaftswunderkapitän. Das Unternehmen profitiert vom Nachholbedarf der Deutschen, vor allem bei Süßem. Eine Frau hat zwei Lebensfragen. Was soll ich anziehen und was soll ich... Manche Superreiche wirken richtig glücklich. Andere eher nicht. Doch ab wann gilt man überhaupt als superreich? Heute heißt der Superreich schon, weil ich sag mal, eine Million knapp. Ja, 10-mal eine Million. Ja, ein paar hundert Millionen vielleicht, ja. Ein paar Milliarden? Im Club der Milliardäre hat mancher einen dunklen Fleck in der Vergangenheit. Eine gewisse Skrupellosigkeit oder vornehme Durchsetzungsfähigkeit, die gehört schon dazu auch. Deutschlands Superreiche, jetzt in ZDF History. Unser erster Fall. Sie waren jahrzehntelang die reichsten Männer Deutschlands. Die Brüder Albrecht.
Karl Albrecht, links, war 18 Milliarden Euro schwer, sein Bruder Theo 15 Milliarden. Gemeinsam haben sie Deutschlands mächtigstes Handelsunternehmen gegründet, Aldi, den Lebensmitteldiscounter Nummer 1. Fast jeder Deutsche hat hier schon einmal eingekauft. Manchmal kaufe ich Champagner da ein, weil ich den sehr lecker finde und günstig. Ja. Die haben auch Sachen, Markensachen, so ist es nicht. Hat jeder was von. Die haben ihr Geld gemacht und der kleine Mann hat gespart. Sie kaufen ja nicht bei Aldi. Warum denn nicht? Weil ich gerne auf den Markt einkaufen gehe, weil ich die Ausbeute an Mensch, Natur und Tier nicht dulde. Seit den 60er Jahren gingen sie geschäftlich getrennte Wege. Karl links führte Aldi Süd, Theo Aldi Nord. Beide gehörten zu Deutschlands verschwiegensten Unternehmern. Journalisten, die versucht haben, etwas über Aldi zu erfahren, die hatten es schwer. Da war dann immer jemand am Telefon, der höflich sagte, ja, das danke für Ihr Interesse, aber Sie wissen ja, darüber sagen wir nichts und so weiter. Und an die beiden selber heranzukommen, war bis kurz vorm Lebensende von Karl Albrecht nahezu unmöglich. Ihre Geschichte beginnt in den 20er Jahren in Essen, in diesem Laden. Ihre Mutter betreibt ein kleines Lebensmittelgeschäft im Arbeiterviertel Schonnebeck. Von klein auf müssen die Jungen mitarbeiten. Sparsamkeit ist oberstes Gebot. Es sind die Jahre der Weltwirtschaftskrise, entbehrungsreiche Zeiten, die beide für ihr Leben prägen. Nach dem Zweiten Weltkrieg übernehmen die Brüder den Laden der Mutter. Sie wollen expandieren und entwickeln die zündende Idee. Meinst du, das funktioniert, wenn wir nur so wenig anbieten? Theo, nicht das Sortiment ist entscheidend, sondern der Preis. Der Erfolg gibt ihnen recht. In den 50ern haben die Albrechts schon über 100 Läden. Damals noch mit Verkäuferinnen. Wenn der Herr Albrecht selbst kam, der ging durch den Laden, guckte sich alles genau an, war sehr freundlich, aber in einer Art dann doch immer wieder ein bisschen unnahbar, wollen wir mal sagen. Der sah ja immer fantastisch aus. Ne? War ja kein schäbiger Mann. Ne? Anfang der 60er kommt aus den USA ein neuer Trend. Supermärkte. Die Selbstbedienungsläden machen den Albrechts Konkurrenz. Doch die Brüder übernehmen das Prinzip und gehen noch weiter. Sie reduzieren die Ladeneinrichtung auf das Nötigste. Und statt Verkäuferinnen gibt es nur noch Kassiererinnen. Aus Albrecht wird Albrecht Discount, kurz Aldi. Doch sparen ist nicht alles. Es ist einmal so gewesen, dass Karl Albrecht zu seinen Managern kam und gesagt hat, ich habe mir mal angeguckt, was unsere Leute verdienen, das ist zu wenig, wir müssen die Löhne um 30% erhöhen. Da sind die fast vom Stuhl gefallen und haben erst mal protestiert, aber er hat das durchgesetzt. Mit Beginn der 70er Jahre sind die Brüder Albrecht die reichsten Menschen in Deutschland. Ihren Reichtum leben sie aber nicht aus. Keine Yachten, keine Privatflugzeuge, auch keine maßgeschneiderten Anzüge. Beide sind nach außen hin bescheiden, fast schon unscheinbar aufgetreten. Doch das schützt sie nicht davor, Opfer eines Verbrechens zu werden. Guten Abend, meine Damen und Herren. Vor 11 Tagen